Herzlich willkommen und hallo bei Mathe ist cool. Im nun folgenden Video möchte ich euch die Flächeninhaltsformel des rechtwinkeligen Dreiecks erklären. Wir betrachten zunächst auf einmal dieses Rechteck. Es ist 6 cm lang und 3 cm breit. Sein Flächeninhalt beträgt nach der Formel a ist gleich a mal b, also 6 mal 3. 18 Quadratzentimeter. Ich teile nun dieses Rechteck entlang der Diagonale in zwei gleiche Teile und erhalte zwei rechtwinkelige Dreiecke. Jedes dieser Dreiecke ist genau halb so groß wie das Rechteck. Flächeninhaltsformel von einem so einen Dreieck lautet also a mal b und davon die Hälfte. Wenn ich nun die Zahlen einsetze, hier ist a, hier ist b, a ist genauso lang wie hier das a, 6 cm, b ist ident 3. So komme ich auf 6 mal 3 durch 2, das sind 9 Quadratzentimeter. Eben genau die Hälfte von 18. Der Flächeninhalt eines rechtwinkeligen Dreiecks hat somit die Formel a mal b durch 2.